Guten Tag. Heute kommt noch ein Komodo-Tour. Dieses Mal in Richtung Steinfurter Meer. Gerade befinde ich mich am Nordhafen in Hannover, wo ich eine kurze Pause mache. Und dann habe ich es geplant, eine Runde um Steinfurter Meer herumzumachen und dann zurück nach Hannover am Mittellandkanal zu fahren. Ja, das Wetter sieht gut aus. Ein bisschen bewölkt, gibt es keine Sonne, aber Wind gibt es auch nicht so. Es sollte gut sein. Dann bis später. Ich fahre gerade am Mittellandkanal. Ein Großteil der Strecke ist neben dem Wasser, aber es gibt auch kleine Abweichungen. Bald erreiche ich Gabsen. Und von dort fahre ich nach Schloss Riedlingen, ein bisschen abseits, aber dann irgendwann komme ich später wieder am Kanal, wenn ich zurück nach Hannover fahre. So. Gerade bin ich in Gabsen und hier kommen zwei neugierige Schwäne. Sie denken vielleicht, dass ich Essen habe, aber leider habe ich kein. Ich mache gar nichts. Ich füttere sich nicht und so sollte man auch machen. Ein interessanter Platz. Am Kanal gibt es Brücke, worauf Schiffe fahren. Ziemlich cool. Dann muss ich dahin fahren, aber wie man runter sehen kann, ist der Weg ein bisschen unter Wasser. Das heißt, ich nehme mein Fahrrad jetzt und ich fahre dahin, dann nach unten und ich versuche, diese Strecke hier zu schaffen. Oder alternativ kann ich von der anderen Seite probieren, so, und dann nach unten und dann weiter. Das Riedlingen ist hinter mir. Jetzt geht es weiter nach Steinfurter. Und ich bin am Todesmoor. Steinfurter Meer habe ich erreicht. Und jetzt fahre ich weiter nach Markdorf, wo ich eine Kuchen-Kaffee-Pause plane. Wir sehen, ob ich etwas da finde. Und ja, hier sieht es ziemlich schön aus. Und irgendwie gibt es kein Mensch. Normalerweise am Steinfurter Meer gibt es immer sehr viele Menschen unterwegs. Aber jetzt bin ich allein. Vor mir steht der große Heidorner Turm. Und von oben kann man einen sehr guten Blick auf Steinfurter Meer werfen. Ich war schon mehrmals hier, aber hier nochmal oben.
bin in der Nähe von Aussichtspunkt Meerbruch. Da gibt es einen Aussichtsturm. Oh, und beim guten Wetter kann man wirklich einen tollen Blick auf den See werfen. Heute sieht es nicht so versprechend aus, aber ich versuche es. Sowieso bin ich hier. Ja, und dann geht es weiter nach Steinhude. Und dann sehen wir. Jetzt bin ich fast am Turm. Hier ist es sehr schön und man kann sehen, die Arste, wie sie einen Tunnel bauen. Und um mich herum gibt es nur Wasser. Sehr schön. Und jetzt Steinfude. Das ist der letzte Punkt am Steinfuder Meer, wo ich nah an Wasser komme. Und von hier fahre ich jetzt in Richtung Mittellandkanal und dann nach Hannover. Bis später. Wieder am Mittellandkanal. Hier fängt die Nachtreise an. Es ist 6:45 und bald wird es dunkel. Ich habe noch 29 Kilometer, denke ich, vor mir oder etwas wie so. Und ich fahre am Mittellandkanal bis Londe und dann am Stichkanal weiter nach Hannover. Und irgendwann nachts werde ich zu Hause sein. Die Nachtreisen mag ich. So, ich werde Spaß haben.